Hi Leute, herzlich willkommen zu Fallout New Vegas. So, mit Ralph hier in Ralph and Mix haben wir schon geredet. Aber wo ist Mick? Ah, da hinten ist er. Na schau, das war leicht. Willkommen bei Mix and Ralphs. Wenn Sie Waffen brauchen, dann bin ich Ihr Mann. Cool. Wenn Sie allgemeine Vorräte oder etwas anderes brauchen, dann gehen Sie zu meinem Partner Ralph. Cool. Welche Schusswaffen verkaufen Sie denn? Riskieren Sie mal einen Blick. Okay. Ich schau mal. Ich schätze aber nicht, dass du irgendwas zu cool Verrücktes hast. Ein Katana! Das ist ziemlich cool und verrückt. Der kleine Teufel. Cool. Der Nuka-Brecher. Ist das ein Nuka-Cola-Schild oder sowas? Ja, er hat ziemlich coole Waffen. Wurf-Axt. Auch nicht schlecht. Aber ehrlich gesagt brauche ich Geld und will keins. Hier. Willst du Splittergranaten? Oh, der hat ja kaum Kohle. Ach, verdammt nochmal. Dann lassen wir das mit der Splitter. Eine. Hier. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wie läuft das Geschäft? Es lief besser, als die Omertas noch kauften. Aber wir kommen durch. Eine gute Mischung aus Händlern und Van Graffs hält die Geschäfte am Leben. Cool. Wie sieht die Lage mit den Omertas aus? Das ist es ja gerade. Ich habe keine Ahnung, sie haben einfach urplötzlich aufgehört, Waffen zu kaufen. Falls sie was hören, dann geben sie mir Bescheid. Mach ich. Kann ich irgendwie sonst helfen? Vielleicht. Verkaufen sie irgendwelche speziellen Supergegenstände? Warum? Arbeiten sie für eines der Casinos? Nein. In dem Fall habe ich tatsächlich etwas. Folgen sie mir. Aha, okay. Wo bin ich hier jetzt rein? Geheimgang. Nein. Aha. Wie gesagt, nur bewaffnete Gesellschaft ist gute Gesellschaft. Aha, der hat ein paar geheime Waffen hier hinten. Mal schauen, was haben wir denn hier? Oh, die Granaten-MG. Aha. Ach ja, aber so richtig viel Neues ist jetzt hier auch nicht, oder? Naja. 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 Oh, das neckische Nachtgewand bringt Glück plus 1. Das ist ziemlich gut. Da könnte man besser Casino spielen damit. Na dann. Wollte ich nur mal nachschauen. Vielleicht breche ich hier nachts mal ein. Ist das da hinten ein Gleisgewehr? Oh, kein Zugang. Man kann hier gar nicht einbrechen. Ich kann nur das, was erreichbar ist, klauen. Was ist das da? Das kann ich nicht klauen. Schade. Oh, das würde mich jetzt aber wirklich interessieren, was das ist. Keine Chance. Schauen Sie sich ruhig mal um. Habe ich schon, danke. Ich habe von ein paar Sachen gehört, die Sie in der Gegend machen. Schön, dass mal jemand etwas verändert. Das stimmt. Die Anhänger wollen Vorräte. Möchten die etwa Waffen kaufen? Ich glaube nicht. Hallo? Dialog? Nein. Dann sprechen Sie wohl am besten mit meinem Partner Ralph. Na schön. Ciao. Schauen Sie bald mal wieder rein. Okay. Alter Cowboy-Hut. Der ist ja cool mit einer Feder und so. Ups, runtergefallen. Entschuldigung. Was ist das? Nichts. Alles klar. Und hier? Die haben noch ein oberes Stockwerk. Ich schaue mich kurz mal um, Leute. Ihr habt da nichts dagegen, oder? Mick und Ralph. Ich will nur ein bisschen schauen. Vielleicht habt ihr hier irgendwie was unglaublich Cooles. Zum Beispiel ein Badezimmer mit einem Pümpel oder so. Nicht wirklich. Nichts, was sich lohnt zu klauen. Warum haben die denn so viel Wall 3 Overalls eigentlich? Das würde mich interessieren. Naja, egal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder. Wir lassen denen die Magazine und sowas. Und hauen ab. Na gut, Leute, dann tschüssi, ihr zwei. Macht's gut.
Damn, würde ich gern dem Jungen da die Waffe abnehmen. Ich will sie ihm aber weder klauen, kann ich auch gar nicht, noch will ich ihn irgendwie bedrohen oder so. Hey, was mit dir? Faulfresse. Hey, Kumpel, hast du mal einen Kronkorken? Kriegst doch was dafür. Klar, hier. Danke. Als erstes muss man wissen, dass Freeside von einem Haufen Wichtigtuer regiert wird, die sich die Kings nennen. Ihr Anführer nennt sich selbst seltsamerweise der King und hat momentan alle Hände voll damit zu tun, einen ausgewachsenen Aufstand zu verhindern. Das waren schon zwei Tipps. Aber was soll's, bist ja Neukunde, also geht der zusätzliche auf mich. Willst du noch einen hören? Ja, na komm, von mir aus. Meistens geht es den Landbesetzern hier schlecht. Sie kamen in der Hoffnung, hier ein besseres Leben zu finden und blieben dann hier hängen. Aber die Laune scheint sich gebessert zu haben. Die Landbesetzer sind wohl etwas optimistischer. Was da wohl passiert ist. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Ich finde deine Tipps bis jetzt nicht besonders gut, aber für einen Kronkorken, was will man da erwarten? Einen nehme ich noch. Hab neulich was Seltsames gesehen. Der King hat seinen Robohund rüber ins Old Mormon Fort gebracht. Das Merkwürdige war, dass der Hund total durchdrehte und von mehreren Leuten des Kings gebändigt werden musste. Hoffentlich reißt der nicht aus. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Das war vielleicht mal echt ein guter Tipp. Komm, einer geht noch. Ein Reisender, der hier vor kurzem durchkam, hat erzählt, dass es westlich von hier ein Pflanzenparadies gibt, in dem Nahrung im Überfluss wächst. Wohl 22. Alle, die dumm genug waren, auf ihn zu hören und dahin zu gehen, sind nie zurückgekommen. Wohl 22. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Na gut. Östlich von Freeside ist eine alte Basis der Luftwaffe, wenn man den Schildern glauben kann. Keiner weiß, was da wirklich zu finden ist. Aber jeder, der sich nähert, wird brutal in die Luft gesprengt. Die Rumpser. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Die Omertas sind eine der drei Familien von Mr. House. Sie haben ein Wenn du das Wrangler schon schick fandest. Ich habe noch... Ach so, okay, von mir aus. Jetzt hat er was anderes gesagt. Jetzt hole ich mir noch einen Tipp. Irgendwann muss er vorbei sein mit seinen Tipps und dann passiert vielleicht was. Wenn du schon mal bei den Kings warst, hast du vielleicht auch Pisa getroffen. Er macht einen Riesentanz und prahlt mit seiner Macht rum. Du bist neu und hast es nicht mitgekriegt, aber Pisa hat die Van Graaff-Familie vor ein paar Monaten richtig auf die Palme gebracht. Keiner weiß, was vorgefallen ist. Aber man munkelt, dass die Van Graaffs ihn tot sehen wollen. Ich habe noch mehr, wo die herkamen. Willst du noch einen? Okay. Der Strip wird von den drei Familien geführt, die wiederum Mr. House Rechenschaft schulden. Als er auftauchte, gab er den örtlichen Stämmen die Wahl, entweder mit ihm zusammenzuarbeiten oder sich zu verpissen. Wenn man sich ansieht, wie es gelaufen ist, ist wohl klar, wie ich mich entschieden hätte. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer, was? Der war ziemlich gut, oder? Willst du noch einen? Das war nicht mal ein Tipp, das war irgendwie eher so eine Geschichtsstunde oder sowas. Aber komm, her damit. Hast du schon mal versucht, auf den Strip zu gehen und bist von diesen riesigen Mordmaschinen aus Metall aufgehalten worden? Passiert hier dauernd. Aber wenn man die richtigen Leute kennt, dann kommt man auch durchs Tor, ohne ein reicher Mann zu sein. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Ich glaube, du bist bald ein reicher Mann, wenn ich so weitermache. Aber komm. Die meisten Menschen in Freeside fallen in eine von zwei Kategorien. Diejenigen, die schon immer hier leben, sind die Einheimischen. Als neue Leute aus der RNK und von anderswo kamen, wurden die Zuzügler von den einheimischen Landbesetzer genannt und der Name ist hängen geblieben. Die Einheimischen geben den Landbesetzern die Schuld an der Ressourcenknappheit. Die Landbesetzer geben den Einheimischen die Schuld an der Gewalt. Sie haben beide in Teilen recht,
Aber in letzter Zeit kommt es viel zu oft zu Gewalt zwischen beiden Gruppen. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Jeder weiß, dass Mr. House New Vegas kontrolliert, aber niemand weiß irgendwas Genaues über ihn. Ist einfach vor ein paar Jahren aufgetaucht und alles, was man hier sieht, ist das Ergebnis seines Eingreifens. Aber wer zum Teufel ist er? Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Ach, ich weiß nicht. Schon langsam reicht's, oder? Jetzt machen wir noch einen Tipp und dann ist Schluss. Warst du schon im Mick and Ralphs? Die haben einen Laden die Straße runter und verkaufen viel Kram, mit dem man nicht rechnen würde. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Nee, danke. Ich verstehe. Schönen Tag noch. Dir auch, danke. Naja, dann sind wir jetzt ärmer statt reicher geworden. Auch nicht schlecht. Hey, helfen Sie nicht den Leuten hier in der Gegend? Der King meint, dass sie so weitermachen sollen und ich ihnen das hier geben soll. Oh, okay. 32 Kronkorken. Ich meine, hey, immerhin. Danke. Der King findet es also gut. Dich mag ich nicht. Mick and Ralphs. Und jetzt schon wieder. So, jetzt aber. Genau. Perfekt. Yeah. Ah, aber wer bist du? Hey, können Sie ein paar Kronkorken entbehren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin ziemlich pleite. Klar, Mann, hier. Rex ins Gesicht schlagen. Sind Sie der Rex, der Schulden bei den Garretts hat? Das kommt ganz darauf an, wer fragt. Sie schulden den Garretts eine Menge Kronkorken. Ich soll sie eintreiben. Mist. Ich hatte gehofft, dass Sie meine Rechnung vergessen würden. Hey, ich habe die Kronkorken zur Hand. Also tun Sie mir nicht weh. Ja. Wer die Garretts übers Ohr haut, zahlt den Preis. Her mit dem Rest. Oder sie sind Rattenfutter. Das ist zwar ziemlich gemein, aber okay. Gut, schon gut. Hier, das ist alles, was ich habe, wenn man mal von meinen Klamotten absieht. Ich werde mal ein Exempel an Ihnen statuieren. Herr mit den Klamotten, sonst lege ich Sie um. Nein, jetzt mal ehrlich. Das wird schon reichen. Wenn Sie sich nochmal mit den Garretts anlegen, sind Sie tot. Das werde ich tunlichst vermeiden. Danke, dass Sie mich nicht getötet haben. Na gut, ich wollte nur mal schauen. Ich meine, der schuldet den Geld und so, okay. Aber warum muss denn mein Charakter so unhöflich sein? Das ist nicht sehr nett. Oh, ich sammle jetzt den ganzen... Wisst ihr was, ich muss jetzt dringend meine Begleiter finden, weil irgendwie sind die kaputt gegangen. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Irgendwas stimmt mit dem unsere Begleiter sind irgendwie stecken geblieben. Irgendwas ist da faul. Wo sind denn die? Die müssten laut Karte... Wo bin denn ich? Ach so. Nee. Doch. Hä? Was jetzt? Da lang? Nee, ich muss... Wo sind denn die? Warum sind die nicht bei mir? Warum teleportieren die sich nicht zu mir wenigstens? Wisst ihr, was ich meine? Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie sind die kaputt. Was planen denn Edie und Boone für Intrigen hier? Warte mal, die sind im Lucky 38, die beiden? Oder wie? Es sieht fast so aus. Okay. Ich hätte echt gern meine Begleiter wieder. Genießen Sie Ihren Aufenthalt auf dem Vegas Strip. Wo soll's hingehen,
Irgendwas, also irgendwie. Edi, hallo. Sei aggressiv. Mir nach. Die sind auf hier warten gestellt, glaube ich. Ich sage für. Das ist komisch. Funktioniert jetzt? Ich verstehe nicht, warum die auf hier warten gestellt waren. Ganz komisch. Casino-Etage. Ah ja, jetzt folgen sie mir wieder. Tja, seltsam, aber gut. Hauptsache, das funktioniert jetzt. Jetzt. Was wollte ich noch machen? Ah ja, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte nochmal zu... Wo ist denn... Kann ich... Nee, oder? Ich kann mich überhaupt nicht zu Mix und Ralphs teleportieren. Das ist anscheinend kein so richtig richtiger Ort. Ja, aber wo war denn der? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Wisst ihr was? Jetzt suchen wir mal die zwei Entertainer. Ich brauche Kohle. Wir brauchen jetzt echt Kohle. Wir brauchen jetzt echt Kohle. Wir brauchen Kohle. Wo soll ich hin? Hier kommt man kaum zum Schlafen. Zu viel Questmarker. Kann es sein, dass ich jetzt die Belohnung für die beiden, die ich hingeschickt habe, abhole? Kann schon sein, oder? Schadet auch nicht. Ja, ich glaube, das stimmt schon. Gut, machen wir. Gut. Hey, hey, guter Mann, herzlich willkommen im... Ja, ja, alle Waffen abgeben, bitte. Da passt wir schon. Das kleine Geschäft erledigt haben... Ist schon okay. Ja, keine Jungs in Tarnfarben gesehen. Seit dem großen Knall haben sie wohl die Hosen voll. Ist schon okay. Ich brauche keine Waffen. Ich will nur ein bisschen Kohle einstreichen. Okay. Das ist wahrscheinlich im Stockwerk über mir. Irgendwie interessiert es die echt nicht, dass Benny weg ist, oder? Die müssten doch mich auch kennen, sollte man meinen. Aber naja. So, Theater. Hier komme ich. Hallo. Hey, hey, willkommen, willkommen. Ja, ja, hatten wir schon. Reden wir über die Talente, die ich angeworben habe. Die Cowboy-Nummer, yeah. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Mann, hat der dicke Backen. Und ich meine nicht nur den Bart. Und hier ist wie vereinbart Ihre Bezahlung. 3% des Anteils sind 100 Kronkorken. Geben Sie nicht alles auf einmal aus. Außer natürlich bei uns. Ich habe noch einen. Sie meinen Mr. Isaac. Wenn Sie was machen, dann aber auch richtig. Dieses Schlitzohr wird mir mehr Kohle einbringen, als man sich vorstellen kann. Hier Ihre 3%, Baby. Viel Spaß damit. 3% von was? Aber cool. Keine Frage, Baby. Na gut, ciao. Immer cool bleiben. Na, immerhin. Oh, cool. Wir sind jetzt auch akzeptiert hier auf dem Strip. Und wir haben immerhin 150 Kohlen zusammengekratzt. Ist doch auch nicht schlecht. 250. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel haben wir. Ah ja, nicht ganz 1000. Das ist cool. 1000 brauchten wir ja. Aber ich muss wieder dahin zurückfinden, wo wir vorher waren. Moment, da ist immer noch ein Questmarker drin. Na, aber wahrscheinlich stimmt der nicht. Wahrscheinlich ein Lügner. Moment mal. Ah, bist du auch einer? Bist du auch einer? Kommen Sie, Kumpel. Ich versuche hier eine Show auf die Beine zu stellen. Na gut, aber bitte flott. Das hier ist nicht gerade ein lukrativer Standort für Geschäfte. Ich habe einen Job für dich als richtiger Entertainer auf einer Bühne und so. Tatsache? Hey, Sie sind in Ordnung. Sagen Sie ihm, ich mach's für 100 pro Nacht. Nein, 50. Nein, 20. 10. Ich mache es, solange Sie mich nicht ausrauben. Verkaufen Sie sich nicht unter Wert, Sie sind viel mehr wert. Mann, wo ist nur mein Kopf? Sie haben recht, ich sollte da einfach ganz cool reingehen und ihm sagen, was ich wirklich wert bin. Yeah, das ist auch insofern gut, weil ich jetzt auch mehr Kohle kriege, ne? Da gehen wir jetzt gleich mit ihm zusammen rein und kassieren noch ein bisschen was. Hi. So, ein Entertainer fehlt noch. Aber jetzt holen wir uns gleich noch... Hey, ja, hey, ja. Immer das Gleiche. Jetzt holen wir uns gleich noch die Belohnung für ihn. Gehen wir gleich gemeinsam mit ihm hin.
Ich hoffe, der verlangt ordentlich, weil ich kriege immerhin 3%. Na, na, na. Sie meinen diesen Komiker? Verdammt nochmal, konnte der falschen. Hat mich eine Menge gekostet. Hoffentlich ist er das wert. Hier, Ihre 3%. Klingt super. 90. Na super. Aber hey. Gut, Leute, dann müssen wir jetzt hier schon wieder Schluss machen. Mensch, die Zeit fliegt. Aber beim nächsten Mal suche ich jetzt nochmal diesen kleinen Jungen mit seiner Spielzeugpistole, weil ich ihm die echt abkaufen will. Verdammt nochmal will ich die haben. Die ist bestimmt irgendwas Großartiges. Und außerdem suchen wir noch den letzten Entertainer. Dann ist die Quest hier auch abgeschlossen. Und weiter weiß ich noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.